Wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Wie jeden Donnerstag habe ich wieder ein Thema für euch aufbereitet. Ich hoffe, ihr sitzt gemütlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Trotz all dem Wahnsinn da draußen, trotz all den Irren da draußen, trotz all dem satanischen Reigen der Elite da draußen, nach wie vor ist immer noch keine Ruhe in Sicht, aber haltet durch, Gott ist in Kontrolle. Das heutige Thema lautet: Jesus plus die eigene Meinung ist nicht das Evangelium. Wie gesagt, wir leben in verrückten Zeiten und verrückte Zeiten erschaffen verrückte Leute, sagte mal jemand. Oder habe ich das gerade erfunden? Wie auch immer, es trifft leider zu. Und nicht nur trifft es auf den normalen Menschen auf der Straße zu, auf Film und Fernsehen, sondern leider auch auf die Christenwelt. Oder besser, auf die Menschen, welche sich für Christen halten oder Christen spielen. Sehr früh fand ich in meinem Leben heraus, dass nicht alles Christ ist, wo Christ draufsteht. Und diese Erfahrung mache ich seit 6 Jahren, mehrmals die Woche und ziemlich witzig oder besser gesagt ziemlich traurig, aber unterhaltend ist es, wenn genau solche Leute, die sich für Christen halten oder die auf Christen machen, sich seit 6 Jahren von meinen Videos angegriffen fühlen, sich von meinen Worten gerichtet fühlen, sich von meinen Worten verurteilt fühlen. Natürlich muss ich solchen Menschen, oder ich muss es nicht, aber ich mache es hin und wieder, seit 6 Jahren den Unterschied immer wieder erklären zwischen beurteilen und verurteilen. Aber das ist nicht das Thema, soll nicht das Thema heute sein. Ich muss dazu sagen, in jeder Psychiatrie, wo ich leider etliche Freunde und etliche Bekannte besuchen musste, da war immer dieser eine Typ. Es kann Mann gewesen sein, es kann Frau gewesen sein. Ich habe beide Typen kennengelernt. Aber da ist immer dieser eine Typ gewesen, der völlig am Rad drehte, der Drogen nahm, Partner wechselte wie andere die Unterwäsche, aber allen Ernstes meinte er oder sie, wären Christen, wären Krieger Gottes, haben Kämpfe gegen den Satan geschlagen. Naja, inzwischen weiß ich, dass genau so der rote Drach funktioniert. Auch heute begegne ich oft solchen Menschen und heute frage ich dann einfach solche Leute. Als erstes stelle ich die Frage: Was genau unterscheidet dich von jedem anderen gewöhnlichen, gottlosen Sünder auf der Straße? Was genau machst du anders? Was genau machst du besser? Und warum sollte irgendjemand dir folgen oder dem Evangelium, welches du predigst? Warum sollte dir irgendjemand überhaupt glauben? Solche und ähnliche Fragen stelle ich. Da solche Menschen meistens keine Antwort darauf haben, bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, als mich zu beleidigen, meine Persönlichkeit zu hinterfragen, die Wesen, von denen sie geleitet werden, sprich unreine Geister und Dämonen, rufen sie dazu auf, ihre eigenen Sünden auf mich zu reflektieren, weil die Wesen, die in ihnen wohnen, die um ihnen herumschwirren, um es mal so krass auszudrücken, die hassen in Wirklichkeit jeden echten Christen wie die Pest.
Wenn ihr am Strand seid und geht mit der hübschesten Frau der Stadt Arm in Arm, wisst ihr, wer euch dafür am allermeisten hassen wird? Der Typ, der mit 40 noch Jungfrau ist, der noch nie eine Freundin hatte und der mit 40 immer noch im Keller seiner Mama wohnt. Nur ein Beispiel. Und wisst ihr, wer euch am meisten hasst, wenn ihr wirklich mit Gott lebt? Wenn ihr wirklich nicht wie all die anderen in Sünde lebt und die Sünde liebt? Wenn ihr nicht der Stammkunde in jedem Bordell der Stadt seid? Wenn ihr nicht morgens um 7 schon besoffen an irgendeiner Straßenecke steht oder besser gesagt liegt, sondern morgens als erstes die Bibel aufschlagt und liest? Wenn ihr voller Power betet, wenn ihr voller Power durchs Leben geht, wenn ihr nicht alle 5 Minuten flucht, wenn ihr ohne Alkohol leben könnt, obwohl euer eigenes Leben ebenfalls, wisst ihr, wer euch dafür am meisten hassen wird? Der Christ spielt, aber in Wirklichkeit absolut keine Sünde in seinem Leben auslässt. Oder es nicht auslassen kann, weil er einfach zu schwach ist. Oder seine Gottesfurcht zu schwach ist. Oder weil er es einfach nur Larifari-mäßig angeht. Und genau solche Menschen, die brauchen natürlich ein Alibi für ihre Sünden. Sie brauchen eine Rechtfertigung für ihren nicht-christlichen Lebensstil. Da sie nach wie vor vollkommen in der Welt leben, brauchen sie auch Selbstbestätigung. Oft wollen sie gelobpudelt werden, sie wollen umgarnt werden. Und dann kommt dann dieses sehr gefährliche Phänomen zustande, dass solche Schauspielchristen, ich muss sie leider so nennen, auch wenn es sich immer etwas abwertend anhört, aber es ist ja nun mal so, da kommt es dann zustande, dass solche Schauspielchristen immer gerne Jesus predigen plus irgendetwas. Sie können nie einfach nur das vorhandene und echte Evangelium der Bibel predigen, sondern die müssen immer noch etwas von ihrem eigenen Ego mit hineinbringen. Da gibt es dann zum Beispiel die Fachkräfte aus der weiblichen Ecke, von denen höre ich seit Jahren, Jesus plus Veganer müssen wir alle sehen. Jesus war Veganer, Jesus hat kein Fleisch gegessen. Wir müssen alle Veganer sein, was nicht korrekt ist. Und keine einzige Zeile der Bibel untermauert diese wahnwitzige Theorie. Absolut irre ist auch die selbstgebastelte rote Drache-Verwirrung. Jesus plus Jesus ist Gott. Und dass man nur im Himmel kommt, wenn man das auch deklariert, dass Jesus Gott ist. Und irgendwelche Verwirrten, die schreiben mich seit Jahren immer und immer wieder an, diesbezüglich. Und sie merken nicht, dass sie allen meinen Predigten durch ihr verwirrtes Gerede Recht geben. Und sie zeigen alle Parademerkmale eines Menschen, der den roten Drache hat, der vom roten Drache geführt wird. Und die Sätze fangen immer gleich an. Du bist ein Irrlehrer und Antichrist. So funktioniert der rote Drache. Fantasier dir etwas zusammen, was nicht in der Bibel steht, sondern du dir selber zwischen den Zeilen zusammen fantasiert hast. Beschließe für dich, dass nun das allgemein geltende Evangelium ist und verurteile jeden, der andere Meinung ist, als Antichristen. Zwar jeden, der dein selbstgebasteltes Evangelium nicht genauso annimmt, wie du es deklarierst.
jemand, der dazu berufen wurde, das Evangelium zu predigen oder der sich dazu berufen fühlt, der sollte sich dessen bewusst sein, dass er im Falle vom Irrlehren viel härter von Gott bestraft werden wird als gewöhnliche Menschen, die zum Beispiel zwar gläubig sind, die aber nicht predigen. Auch wissen viele nicht, dass die Bibel den Job eines Predigers ganz genau definiert und sagt, dass ein Prediger nichts dazu tun darf und auch nichts weglassen darf. Wir können also nicht Jesus predigen und unsere eigenen Vorstellungen dazu tun und das dann als Evangelium verkaufen. Natürlich passiert es, dass ein echter Christ zusätzliche Offenbarungen von Gott bekommt, die er natürlich dann auch mit in seinen Predigten hineinnimmt. Das mache ich ja genauso. Aber auch dabei sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, denn nicht jede angebliche Offenbarung kommt wirklich von Gott, sondern sie können auch von unreinen Geistern kommen und Dämonen. Und hier 2. Korinther 4 sagt: Darum, dieweil wir ein solch Amt haben, nachdem uns Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht müde, sondern meiden auch heimliche Schande und gehen nicht mit Schalkheit um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern mit Offenbarung der Wahrheit beweisen wir uns wohl an aller Menschen Gewissen vor Gott. Hier lesen wir es also: Jemand, der das Amt eines Apostels oder eines Predigers hat, sollte heimliche Schande meiden. Das heißt unter anderem, niemand sollte euch am Wochenende irgendwo besoffen in einer dunklen Ecke liegen sehen oder vorfinden. Niemand sollte euch am Wochenende oder auch mitten in der Woche aus einem Bordell herauskommen sehen. Und nicht mit Schalkheit umgehen, steht da. Und ich muss dabei an Menschen denken, die sich als Christ bezeichnen oder die sich Christ nennen und dann zum Beispiel auf Facebook ordinäre Dinge posten, wie zum Beispiel Frauen, die sich Dildos kaufen. Wenn man sie dann zurechtweist, dann reagieren sie: Das wäre ja alles nur Spaß. Also sie reagieren mit Runterspielen ihrer Sünde, ihrer Schalkheit. Das wäre alles nur Spaß. Und Spaß wäre von Gott. Und Gott wäre ja für Scherze zu haben und Gott wäre ja für Spaß. Also ich sage dazu eines: Ich kann euch absolut versichern, dass Gott es nicht spaßig findet, wenn ihr so einen Dreck auf Facebook postet. Ihr selbst, ihr persönlich mögt das vielleicht als spaßig empfinden, aber vergesst nie, dass ihr euren eigenen Charakter nicht einfach so auf Gott übertragen könnt. Wagt es nicht, mir erzählen zu wollen, dass Gott euren merkwürdigen, zweifelhaften, geschmacklosen Humor teilt. Besonders nicht, wenn sie von einer Internetseite kommt, die eine Skeletthand darstellt mit einem Mittelfinger. Da wissen wir doch ganz genau, oder wir sollten erkennen, von wem solche Internetseiten kommen. Und ich denke mal, ein Blinder mit Holzauge sollte das erkennen. Und wer sowas postet und sich meinen Bruder nennt oder mein Bruder sein möchte, der wird von mir zurechtgewiesen, egal wer das ist. Oder Schwester, kann auch eine Schwester sein, werde ich genauso drauf ansprechen und zurechtweisen. Reagiert er oder sie nicht darauf, ist das auch okay? Aber reagiert er da folgendermaßen darauf, nämlich indem er ständig und immer wieder einfach lustig weiter so einen Schmutz postet, dann wird er irgendwann von mir blockiert. Und ich sehe ihn auch nicht mehr als Bruder an, denn meine Brüder und meine Schwestern, meine Geschwister in Jesus, die sehen mit mir zusammen die gute Saat aus. Und sie sehen keine weltliche Verkommenheit aus. Wenn sie das wollen, können sie das gerne machen. Aber ich sehe sie dann nicht mehr als Brüder an.
Und Jesus selber sagte ja auch, wer nicht mit mir sät, der zerstreut. Und ganz genau so sehe ich es auch. Aber lesen wir mal weiter bei 3. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist in denen, die verloren werden, verdeckt. Bei welchen der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christ, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte, um Jesu Willen. Das heißt, jemand, der verloren ist, dem erschließt sich das Evangelium nicht. Er kann die Bibel lesen und das ist für ihn genauso, als wenn er den Kassenbon von Aldi liest. Hat null Aussagekraft. Und für solche ist die Bibel nichts weiter als ein Märchenbuch. Aber auch für Menschen, die Christsein nur spielen, die können niemals die Tiefen des Evangeliums verstehen. Weil es ihnen nicht von Gott gegeben ist. Weil Gott erkennt, dass ihr Herz nicht am rechten Fleck ist. Hier heißt es, der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet. Und wir alle wissen, oder wir sollten alle wissen, wer noch derzeitig der Gott dieser Welt ist. Nämlich Satan. Ist übrigens eine Jesus-Tasse. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Habe ich vorher mal von einer lieben Schwester geschenkt bekommen. Vielen Dank. Also wie gesagt, solche Leute können nicht die Klarheit und Schönheit des wirklichen Evangeliums erkennen. Sie können auch nicht erkennen, dass Jesus nicht Gott ist, sondern der Sohn Gottes. Und hier heißt es, wie können wir das erklären, er ist ein irdisches Ebenbild von Gott, weil Gott ist kein Mensch. Gott ist Geist, sagt die Bibel. Und Jesus war ja, zumindest hier auf Erden Mensch. Im Himmel ist er natürlich auch Geist. Aber Jesus ist Fleisch gewesen. Warum wird er hier Ebenbild Gottes genannt? Ganz einfach, weil Jesus in seinen 33 Jahren auf dieser Welt absolut nichts tat, was sein Wille war. Er tat nichts, was sein Wille ihm sagte oder was sein Ego ihm sagte. Jesus hatte kein Ego. Er tat auch nicht, was sein fleischlicher Körper ihm sagte, sondern er erfüllte zu 100% den Willen seines Vaters. Weshalb er hier als Ebenbild Gottes bezeichnet wird. Weil er hat seine Wünsche, seinen Willen, sein Verlangen hat er vollkommen hinten angestellt, um den Willen des Vaters zu tun. Und das hat er uns vorgelebt und genauso sollten wir nämlich auch sein. Und die, welche sich aufmachen, das Wort Gottes zu verkünden und zu predigen, die sollten nicht sich selbst predigen. Da wird ja ganz deutlich drauf eingegangen. Hier heißt es nämlich auch so, ich habe es eben vorgelesen. Wir sollen nicht uns selbst predigen, nicht unser Ego, nicht um uns ein bisschen schön darzustellen, sondern wir sollten Jesus Christus predigen. Da kommt einer. Rocky, willst du wieder mein Video stören? Komm mal her. Jetzt muss ich ihn mal kaschen. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Du kleiner. Jetzt habe ich dich mal. Hier ist er. Da ist er. Guck mal, Rocky. Guck mal hier. Kannst ruhig auch einen Computer. Willst du nicht? Ja. Komm hier. Möchtest du nicht auf den Tisch? Wie gesagt, und so sollen wir auch sein. Und nicht uns selbst predigen. Es geht nicht um uns. Es geht niemals um uns. Aber viele machen es so, dass es um sie geht. Sie predigen doch sich selbst am Ende.
Denn sie wollen Geld teilweise, sie wollen Ruhm teilweise, sie wollen Anerkennung, sie wollen bekannt werden auf YouTube oder in irgendwelchen Internetforen. Ja. Sie wollen berühmt werden, wollen Aufmerksamkeit, sie wollen geliebt werden, ganz einfach. Muss man so ausdrücken. Dadurch schießen sie aber mit ihren Worten und mit ihren Predigten meist völlig am Ziel vorbei. Oder sie predigen fleischlich, sie predigen emotional, sie predigen im Grunde genommen Jesus plus ihren eigenen selbsterdachten Schmarrn. Und Jesus zu predigen ist keine Philosophiestunde, wo es darum geht, unsere eigene Interpretation mit hineinzubringen, nur um vor der Welt als weise oder besonders gesegnet dazustehen. Darum geht's nicht. Und auch schrieb mich letztens jemand an und wollte mir allen Ernstes sagen oder wollte mit mir diskutieren, ich glaube, es war einfach nur ein Troll, dass man mit Heavy-Metal-Musik und mit Rap das Evangelium verkünden könne und sollte. Bist du nicht hinter mir? Nicht, dass ich ihn aus Versehen mit dem Stuhl verletze. Da ich natürlich auch in dem Fall das weltliche Ego dieses Menschen verletzt hatte, musste auch dieser wieder mit Gewalt zeigen, dass er unter der Herrschaft des Roten Drachen stand, indem er darüber fantasierte, dass ich ja ein Heuchler sei und mit Sicherheit heimlich in meiner Wohnung ebenfalls Hardrock und so weiter hören würde und so weiter und so weiter und so weiter. Also sowas ist natürlich absoluter Kindergarten-Mist. Das ist Kindergartenformat und einige spirituell Kastrierte da draußen, die vergessen manchmal wohl, dass sie es hier nicht mit irgendeinem dummen Teenager auf irgendeinem Schulhof zu tun haben, sondern ich bin inzwischen nun mal gestandene, schreckliche 50 Jahre alt. Und für so einen Kindergarten gibt es andere Foren, aber ich werde damit nicht meine Zeit verschwenden, ganz einfach. Denn das, was ich hier mache, mache ich sehr gerne. Ich freue mich jede Woche drauf, ein neues Video zu machen. Aber ich nehme diese Sache hier auch ernst. Diese Videos. Und wenn irgendwelche Leute meinen, ihre lauwarme Art hier auf diesen Kanal zu bringen. Oder ihre lauwarme Art auf mich zu reflektieren, das kann ich nicht akzeptieren und werde ich auch nicht tolerieren. Denn würde ich diese Sache hier als Witz sehen, dann hätte ich längst aufgehört, Videos zu machen und ich hätte diese Videos mit Sicherheit nicht seit 6 Jahren gemacht. Ich weiß nicht, was manche Menschen sich denken. Denken manche Menschen überhaupt noch? Ich denke mal, gerade jetzt in der Corona-Krise haben die meisten ihr Denken völlig verloren oder ein bisschen Restverstand, der hängt irgendwo zwischen den Fasern ihrer Masken. Aber naja, Evolution nennt sich das übrigens. Ich glaube, was jetzt gerade auf dieser Welt passiert, das verlacht die Evolutionstheorie. Naja, aber was solche Menschen sich denken, ich weiß es nicht. Vielleicht denken sie, sie würden mich mit ihren Kommentaren irgendwie aus der Bahn werfen, wenn dann irgendwelche Trolle oder von anderen Irrlehrerkanäle geschickte Fake-Profile ohne Foto, ohne irgendetwas. Und dann kommen sie und stellen meine Integrität in Frage. Und das auf völlig unreife und kindische Art. Ich kann nur sagen, es hat mich vor 6 Jahren nicht gestört. Und heute stört es mich genauso wenig. Wenn ihr Rap hören wollt oder Hip-Hop hören wollt, dann ist das eure Sache. Aber versucht mir niemals zu erzählen, ihr würdet christlichen Rap, christlichen Hip-Hop, christlichen Hardrock hören, denn sowas existiert nicht. Sowas hat nie existiert und sowas wird nie existieren. Es wird auch nie christliche Pornofilme geben. Ganz einfach. Jeder kann sich was vormachen,
aber bitte versucht mir nicht etwas vorzumachen. Und das ist es, das ist ein sich etwas vormachen. Solche Menschen, die sitzen da in ihrer Umgebung, mit anderen Sündern sitzen sie da in der Shisha-Bar, besoffen und erzählen dann ihren besoffenen Kumpels etwas von der Bibel. Oh, ich bin ja Christ und eure Saufkumpanen mögen euch vielleicht für echte Christen halten, aber versucht mich damit nicht für dumm zu verkaufen. Seid zumindest so ehrlich und gebt zu, dass ihr vollkommen weltlich seid. Und gebt zu, dass ihr diese weltliche Musik hört, weil ihr selber vollkommen in der Welt steckt. Aber vermischt diese Weltlichkeit nicht mit dem Evangelium. Im Grunde genommen, man kann eine ganze Flasche Parfüm über eine grunzende Sau gießen. Was habt ihr anschließend? Ihr habt eine grunzende Sau, die gut riecht. Aber versucht mir bitte nicht zu erzählen, dass diese grunzende Sau plötzlich eine feine Dame wäre, denn sie ist nach wie vor eine grunzende Sau. Allerdings möchte ich auf dieses Thema gar nicht immer und immer wieder herumreiten. Ich habe ja schon etliche Videos darüber gemacht. Aber es ist nun mal ein trauriger Fakt, dass es viel zu viele lauwarme Christen gibt. Viel zu viele. Und ich habe das Gefühl, es werden mehr und mehr. Es werden nicht weniger, es werden mehr und mehr. Und viele sagen, ja, es kommt das große Erwachen. Ich sehe kein großes Erwachen. Ich sehe im Gegenteil, ich sehe eine ganz große Verwirrung auf die Menschheit zukommen. Und diese lauwarme Form von Christen, dessen Feuer für Gott nicht mal ein Mini-Kerzlein anzünden könnten, das ist erschreckend. Und es wird wohl auch immer so sein, dass man die meisten leider nicht mehr aus ihrem lauwarmen Zustand herausbekommt. Sie wollen auch nicht aus diesem Zustand heraus. Sie sind wie Ertrinkende und will man ihnen einen Rettungsring zuwerfen, dann werfen sie den Rettungsring zurück und sagen, bist du bescheuert? Glaubst du, du wärst was Besseres als ich? Vielleicht brauchst du ja den Rettungsring. Ich brauche keinen Rettungsring. Und dann blub, 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 blub. Ich verstehe nicht, wie die Menschen mit Sündern in der Kneipe sitzen, sich selber volllaufen lassen, fremdgehen und sich teilweise schlimmer benehmen wie jeder Atheist, was ich aber trotzdem für Christen halte. Okay, ich verstehe es wohl, weil so funktioniert der rote Drache. Aber es ist traurig mit anzusehen. Machen wir aber weiter bei 6. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. Und ich muss auch nochmal darauf hinweisen, dass ich mich hier natürlich nicht lustig machen möchte über Schauspielchristen oder lauwarme Christen. Im Gegenteil, denn im Grunde genommen finde ich es sehr traurig. Und falls das mal in meinen Videos hin und wieder mal so rüberkommt oder rüberkam, möchte ich mich dafür entschuldigen. Denn ich möchte mich eigentlich nicht lustig machen, sondern ich möchte solche Leute dazu aufrufen, mit der Pendelei, mit der Larifari-Weise endlich aufzuhören. Und möchte sie dazu aufrufen, sich endlich mal zu entscheiden, wo sie letztendlich stehen wollen. Ne, das gibt es nicht, Rocco. Wo wollen sie stehen? Wollen sie in der Welt ausharren? In der Welt auszuharren, die Welt zu lieben, das wird nicht ausreichen, wenn Jesus wiederkommt. In Shisha-Bars abhängen, das wird nicht ausreichen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn ihr wirklich vorgebt, Jesus zu lieben, wo ist dann der helle Schein, den Gott euch ins Herz gegeben hat? Man müsste ihn sehen an euren Taten, an euren Früchten. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, denn ich selber lebe so, dass ich stets darüber nachsinne und nachdenke, was würde Jesus tun,
Wie würde Jesus denken? Wie würde Jesus handeln? Wie würde Jesus über mich denken? Zum Beispiel, wenn mir was runterfällt, wenn mir eine Tasse runterfällt und mir aus Versehen ein Schimpfwort rausrutscht. Oder wenn meine Frau mal vergisst, ihre Tabletten zu nehmen und ich meckere sie aus. Dann sitze ich abends da und denke, das hättest du anders machen können. Das hättest du anders machen müssen. Mehr in Ruhe, mehr wie Jesus. Und ich bete auch dafür, dass Gott mich mehr wie Jesus macht, Stück für Stück. Absolut alles, nicht nur ein bisschen wie Jesus sein, sondern alles, den ganzen Tag, alles in Liebe zu tun. Völlig alles ohne Selbstzweck, ohne Selbstbeweihräucherung. Das eigene Ego komplett auszuschalten und für andere da zu sein, für andere zu leben. Das eigene Fleisch und das eigene Verlangen völlig nebensächlich, als völlig nebensächlich zu erachten und sich selbst abzutöten, sein Fleisch abzutöten. Danach strebe ich und nicht danach, wie und wo ich den nächsten Kick für mich, für mein eigenes Fleisch herkriegen könnte. So, Rocky, nicht, dass er da unter meinem Stuhl ist. Und ich kenne Christen, die sich, oder Menschen, die sich Christen nennen, die hübsche Partner haben, nette Frauen, gute Frauen. Trotzdem gehen sie fast jede Woche fremd, sind aber trotzdem davon überzeugt, dass Jesus ihnen jedes einzelne Mal immer und immer wieder vergeben würde. Und ich frage mich allen Ernstes, was für eine Bibel lesen die? Wie glauben solche Menschen, ins Paradies einkehren zu können? Welcher Pfarrer oder welche Gemeinde oder welcher Bruder einer Gemeinde hat denen das so beigebracht, dass ihre Lebensweise, ihre sündige Lebensweise, okay sei? Denn Jesus trug uns allen ja auf, mit ihm eins zu sein, so wie er mit dem Vater eins ist. Aber wie bitteschön wollt ihr mit Jesus eins sein, wenn ihr zugekifft in der Ecke liegt oder wenn ihr jedes Wochenende eure Frau betrügt oder jedes Wochenende ihr euren Mann betrügt? Man kann es auch umdrehen, je nachdem, wie man es sehen will. Ihr seid nicht gerettet, wenn ihr das tut. Und das wird nicht klappen. Und ihr werdet ein ganz böses Erwachen erleben. Wenn ihr in dem Bewusstsein lebt, Jesus sei ja am Kreuz für euch gestorben und jede Sünde sei vergeben. Auch die, die ihr jetzt schon fürs nächste Wochenende geplant habt, die euch jetzt bereits im Kopf herumspuken. Aber Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass ihr eine Freifahrtkarte ins Paradies bekommt und ihr euch benehmen könnt wie die Schweine. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, und zwar dafür, dass auch wir nun sterben. Und zwar sterben wir unser altes Ich, unser altes sündiges Ich. Und wenn etliche Menschen da draußen nicht anfangen, endlich Buße zu tun und anfangen, ihr sündiges Fleisch zu hassen und abzutöten, werden sie das Paradies nicht sehen. Und sie werden das Paradies nicht erleben. Ich selbst bin nur ein einzelner Mensch. Ein einzelner Mensch, der Videos über Gott macht, über die Bibel macht. Der versucht, eine kleine Saat auszusehen, um Menschen zu Jesus zu führen. Und wenn ihr behauptet, ebenfalls Jesus zu lieben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich euch an euren Taten messen werde, wenn ihr meine Brüder sein wollt, wenn ihr meine Geschwister sein wollt. Und ich werde eure Früchte ansehen und ich werde diese Früchte und euch beurteilen, nicht verurteilen. Und wir lesen weiter, 7. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht sei von uns. Wir haben allenthalben Trübsal,
aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Die Kraft, um Gott zu eifern, kommt also von Gott selbst, wie es hier heißt. Diese Kraft kommt nicht von uns selbst. Das können wir nicht von uns selbst alles bewerkstelligen. Aber diese Kraft, die bekommen wir, und die Autorität dazu, diese Kämpfe zu bestreiten, bekommen wir von Gott. Und Gott gibt sie uns nur dann, wenn er in uns sehen kann, wenn er in unserem Herz und in unserem ganzen Dasein erkennen kann, dass wir es auch wirklich wollen, dass wir darum beten, dass wir danach eifern. Es vorzuheucheln, das wird nicht klappen. Das klappt vielleicht vor den Menschen, aber es klappt nicht vor Gott. Es wird, wie gesagt, einige Menschen in eurer Umgebung wird's überzeugen, aber Gott sieht sofort, ob es euch ernst ist oder nicht. Ja, und in den zweiten Zeilen geht es darum, dass wir hier in dieser Welt Trübsal haben werden. Dass uns auch bange sein wird, wir aber nicht verzagen, weil wir wissen, dass alle Angriffe und Hasstiraden gegen uns als Christen, dass die nur temporär sind. Und Gott uns zu seiner Zeit immer aus den Schlingen des Bösen heraushelfen wird. Oh, jetzt habe ich was im Auge. Menschen werden uns verfolgen, aber wir werden nicht verlassen, weil Gott immer bei uns ist. Wie es ja auch in Psalm 23 heißt, er ist bei uns. Und im letzten Satz heißt es, wir kommen nicht um, egal wie hart alles um uns herum scheint. Gott ist immer da, aber wir müssen aufhören, denken zu können, dass wir ihn in unser kleines Schuhschächtelchen hineinstecken können. Und wir müssen aufhören, dass wir meinen, ihn zu definieren oder ihn definieren zu können. Oder dass wir bestimmen können, wie er gefälligst zu sein hat. Und wir müssen aufhören zu denken, dass er nur existiert dafür, damit er uns jeden einzelnen Wunsch wie eine Fee von unseren Lippen liest. Und wir können und dürfen nicht Jesus plus unseren eigenen Mist predigen. Ich wiederhole, seit neuestem kommen ja auch so Klamotten wie, oder Leute predigen so Klamotten wie, ja, Jesus kam aus Deutschland und er stammte auch nicht aus Nazareth, sondern laut irgendwelcher Knallfrösche spielt sich hier seit neuestem das komplette Testament, das Neue Testament in Deutschland ab. Ist meiner Meinung nach genauso verrückt wie die Theorien der Hebrew Israelites, die natürlich behaupten, Jesus wäre schwarz gewesen und die echten Juden wären die Afrikaner gewesen. Wir erkennen, die Leute sehen das Evangelium immer mehr als eine Art weltliche, intellektuelle Sache. Sie haben eine intellektuelle Sicht auf Jesus und auf das Evangelium. Sie haben eine rote Drache-Sicht auf das Evangelium. Aber das hat nie geklappt, das wird nie klappen, und Gott lacht über jeden menschlichen Versuch, ihn auf diese überhebliche Art zu ergründen. Jeder, der meint, Jesus zu predigen, plus seine eigenen Soße, der beweist nur, dass er den Weg mit Jesus nicht spirituell geht und auch nicht spirituell gehen will. Und auch nicht den Weg mit Erkenntnis geht, sondern in Wirklichkeit selber Gott spielen will. Und echte Erkenntnis, die kommt nicht zu dem, der mit dem Ferrari im Sonnenuntergang am Strand entlang fährt. Echte und große und wichtige Erkenntnisse kommen zu dem, der zitternd und weinend völlig am Ende am Boden kniet und Gott bittet, ihm noch einmal, nur für einen Tag, nochmal die Kraft zu geben, weiterzumachen und die Kraft ihm zu geben, ihm zu helfen in seiner Not, in seinem Elend. Und Überheblichkeit, die erntet Verwirrung. Demut erntet Wahrheit.
Arroganz erntet Züchtigung. Bescheidenheit erntet Offenbarung. Stolz erntet Elend. Und Sanftmut erntet Segnung von Gott. Und wir befinden uns mitten in der Offenbarung. Da bin ich mir vollkommen sicher. Alles Geschehene steht in der Bibel. Alles ist die Wahrheit, was in der Bibel steht. Und ich frage so manchen Menschen da draußen, wann fangt ihr endlich an, eure falschen Götzen von euch zu tun? Wann erkennt ihr, dass eure New Age Schmarnsoße keine Waffe gegen Satan ist und auch nie sein wird? Wann erkennt ihr, dass eure Pseudo-Spiritualität euch nicht zu göttliche Wesen macht, euch nicht zu göttliche Wesen gemacht hat, euch niemals zu göttliche Wesen machen wird und euch auch nicht zu höheren Wesen aufsteigen lässt? Und das Einzige, was ihr bekommen werdet, ist eine Verwirrung von Gott persönlich, von dem echten Gott der Bibel. Und es gibt nur einen echten Gott, und das ist der Gott der Bibel. Er ist der gleiche, wie er vor 8000 Jahren war, wie er vor 5000 Jahren war, und er ist jetzt auch immer noch der gleiche. Und ihr könnt ihn nicht in irgendwelche Schubladen stecken. Und ihr könnt ihn nicht nach euren menschlichen Vorstellungen formen, definieren oder was weiß ich. Erkennt, dass all die falschen Religionen genau zu der Situation geführt hat, in der wir uns jetzt befinden, in dieser wunderhübschen Corona-Diktatur. Und ich habe noch eine Stelle aus der Bibel, die ich mit euch teilen möchte, die ganz schön erklärt, warum das jetzt so ist, wie es jetzt ist. Und es ist aus 5. Mose 28, 65. Dazu wirst du unter denselben Völkern sein, bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Denn der Herr wird dir da selbst ein behendes Herz geben. Und verschmachtete Augen und eine verdorrte Seele, dass dein Leben wird vor dir schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Des Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Des Abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Diese Situation haben wir jetzt. Und in dieser Situation befinden sich etliche, auch viele, die in diesen New Age-Religion eingetaucht sind und dachten, ja, das ist ja egal. Das ist schon richtig, das ist Spiritualität, so steige ich auf. Genau so lebt er jetzt in stetiger Angst. Und ihr liebt es, diese Angst eingeimpft zu bekommen. Und ihr selber gebt diese Angst auch weiter, indem ihr sie auf Facebook und auf Telegram und auf was weiß ich wohin postet. Weil ihr selber in dieser Angst lebt und die Dämonen in euch reden euch ein, dass ihr diese Angst braucht. Aber so ist es nicht, denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Aber genau so steht es in der Bibel. Und ich werde in eines der kommenden Videos nochmal näher darauf eingehen. Jetzt ist die Gelegenheit, New Age und falsche Religion dorthin zu stecken, wo sie hingehören, nämlich in den Mülleimer. Und die Menschen haben lange genug Gott gelästert, Jahr um Jahr um Jahr um Jahr. Und noch ist eine ganz kurze Zeit vorhanden für Buße und für Umkehr. Und ich habe das Gefühl, dass der ganz große Knall schneller da sein könnte, als manche meinen. Das muss nicht so sein, aber es könnte so sein. Nach wie vor glaube ich persönlich, und ich bete auch dafür, dass uns bald Jahre des Friedens bevorstehen. Nicht für alle, für viele. Aber all das wird sich zeigen. Wie es kommen wird, so ist es richtig. Denn Gott hat nach wie vor alle Hebel in der Hand. Was wir tun können, wir sollten uns endlich entscheiden,
wo wir stehen. Die Menschen sollten sich wirklich entscheiden. Bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Ciao.